Nachdem Bundesverteidigungsminister Pistorius die Aussetzung der Wehrpflicht als Fehler bezeichnet hat, fordert die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Strack-Zimmermann, eine umfassende Debatte. Das vor 12 Jahren beschlossene Aussetzen der Wehrpflicht gelte ausschließlich in Friedenszeiten. Heute gäbe es durch Russlands Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen sicherheitspolitischen Herausforderungen eine neue Lage. Das sagte sie der Süddeutschen Zeitung. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall könne die Wehrpflicht in der Bundeswehr wieder aktiviert werden. Wir fragen mal nach bei Laura Kipfelsberger vom Bundestag aus zugeschaltet. Warum diese Debatte ausgerechnet zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, natürlich hat sich die sicherheitspolitische Lage extrem verändert, wenn wir auf den Ukraine-Konflikt blicken. Die Wehrpflicht, die ist in der EU immer noch eine Rarität, aber manch ein Land hat da schon reagiert und viele Länder denken natürlich darüber nach, die Wehrpflicht wieder einzuführen oder im Falle Deutschlands wieder zu aktivieren. Boris Pistorius, der hat ja noch mal ein anderes Argument ins Feld geführt. Er sagt ja, die Wehrpflicht auszusetzen war ein Fehler, weil er stellt fest, dass eine Entfremdung stattgefunden hat von Teilen der Gesellschaft zum Staat und er erhofft sich vom Wiedereinsetzen einer Wehrpflicht, dass da vielleicht wieder Vertrauen hergestellt wird, dass wenn junge Wehrpflichtige dann eine Zeit für den Staat, also in dem Fall für die Bundeswehr arbeiten, dass das so Zitat Augen und Ohren öffnen kann. Wir erinnern uns 2011, da wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, damals von der schwarz-gelben Koalition, da war zu Guttenberg noch Verteidigungsminister und das hat man damals gemacht aus Kostengründen, aber eben auch wegen der langen Friedensphase, das hat sich verändert und deswegen eben jetzt die Überlegungen, die Wehrpflicht wieder einzusetzen. Gut, aber wie realistisch ist es, dass es dazu tatsächlich kommt? Das hat die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, noch mal klar gemacht. Wenn man das tatsächlich, sie begrüßt das erstmal den Gedanken, aber wenn man die Wehrpflicht tatsächlich wieder einsetzt, dann kostet das Zeit und vor allem Geld. Also sie spricht da von zweistelligen Milliardenbeträgen, weil man Kasernen wieder aufbauen muss. Man muss Equipment bereitstellen für die Wehrpflichtigen. Das Equipment der Bundeswehr, das ist ja nicht gerade gut, das wissen wir aus den letzten Monaten. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, wenn man die Wehrpflicht wieder einführt, dann würde die wahrscheinlich länger dauern als früher, also möglicherweise 12 Monate oder wenn man Experten glaubt, vielleicht sogar 18 Monate, weil Waffensysteme komplexer geworden sind. Das müssten dann ja die Wehrpflichtigen, müssten darin angelernt werden. Deswegen fordert Marie-Agnes Strack-Zimmermann eben auch eine ehrliche Debatte. Sie sagt, wenn man die Wehrpflicht einführt, wieder einsetzt, dann muss man ganz ehrlich benennen, was das für junge Wehrpflichtige bedeuten würde und ob es für so eine lange Zeit, also bis zu 18 Monate Wehrpflicht, Mehrheiten in der Bevölkerung geben könnte. Das ist natürlich fraglich. Laura, danke schön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.